Oh, hallo zusammen. Heute geht's um den Skoda Yeti von meiner Schwester und wir bauen hier so eine kleine Küchenzeile ein, also so ein Waschbecken. Da hat sich so Kisten besorgt, die hier auch noch mit eingebaut werden, seht ihr ja hier. Ja, wie wir bis hierhin gekommen sind, seht ihr jetzt. Angefangen hat es mit diesem Waschbecken, das hatte sie noch liegen. Und das, ja, müssten wir jetzt ein bisschen verarbeiten und so eine kleine Küchenzeile basteln. Ja, wenn es fertig ist, soll es eine kleine Küchenzeile ergeben, was dann ganz praktisch für Camping oder für Festivals ist. Kann man sich dann mal, ja, das Brot drauf schmieren, eine Kleinigkeit auseinanderschneiden, Sachen abwaschen. Ja, gut für die kleinen alltäglichen Sachen. Ja, das graue Styrodur oben, was ihr seht, das beschichtete, das ist Bauplatte. Das ist noch etwas robuster und stabiler. Und da oben ja die meiste Belastung drauf kommt, Das macht haben wir uns natürlich dafür entschieden. hier Es noch ist dann etwas mal. abgepresster und vermutlich hält der Kleber auf dieser Beschichtung auch noch besser, wodurch das Laminat fester hält. Ja, wir haben alles aus Styrodur gefertigt und dann mit Laminat verkleidet. Das ist im Ganzen sehr leicht, aber auch noch ein bisschen robust, weil Laminat so als Außenfläche ist einfach super robust. Ja, das ist dieser spezielle Kleber, der wohl im Styrodur beilag. Ja, und man sieht einfach, wenn man jetzt hier diese ganzen Verkleidungen anbringt, dann sieht das auch später nach was aus. Vor allem hat man ja auch eine ordentliche Arbeitsfläche, auf der man was machen kann. Weil ich sag mal so, Laminat, da laufen wir sonst drauf rum. Und da hat man ja auch mal Sand oder Krümelchen und das kratzt nicht gleich auseinander. Und sieht danach abgerieben oder abgekrabbelt aus. Und von daher denke ich mal, mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein. Das ist natürlich jetzt noch nicht das Ende. Das zeigen wir euch dann nochmal. Also, falls euch das Video gefällt, Daumen da lassen. Bis denn dann.